Das war jetzt nicht gewollt. So. Hopp. Oh, Junge. Nein, ihr kennt mich nicht, ihr seht mich nicht. Ich habe auch niemanden umgebracht, sowas würde ich doch niemals tun. Nein, die Assassinen sind mal Unschuldsengel. Es hat mich erreicht, Atelier. Euch gebühren meine Dankbarkeit. Sie kommt zu überhören. Habt Dank. Es ist eine Schande, dass die anderen euch immer noch gering schätzen. Rafik, mich kümmert wenig, was die anderen von mir denken. Sorry. Wie ihr wünscht, Atelier. Ihr solltet Al-Mualem von eurem Sieg berichten. Sicher hat er noch weitere Aufgaben für euch. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. So. Attentat beendet. Ziel wurde eliminiert. Zurück zu Al-Mualem. Muss ich dahin reiten? Nein. Gut. Ja, ich glaube, ich komme wieder aus dem Animus. Kann das sein? Ja. Kommen Sie raus, Mr. Miles. Was ist los, Doc? Miss Dürrman besteht darauf, Ihnen eine Pause zu gönnen. Hallo. Yes, Sir, ich hab Mette. Na, verraten Sie mir, wer ihm den Stock in den Hintern geschoben hat? Wir haben eine Deadline. Eine Woche. Nun, 6 Tage noch. Deadline? Ich kann nicht darüber reden. Mann, versetzen Sie sich in meine Lage. Ich werde von einer Gruppe Wissenschaftler festgehalten und muss den ganzen Tag in irgendeiner Scheißmaschine sitzen. Sie sagen mir nicht, wonach Sie suchen oder wofür Sie es brauchen. Aber ich soll dankbar sein, dass Sie mich am Leben lassen. Das ist doch verrückt! Sorry, aber so ist es. Was erwarten Sie? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wie wär's mit Antworten? Ich kann nicht. Und es ist besser so. Sicherer. Sicherer für wen? Uns beide. Ja, da habe ich nichts zu. Oh, leck doch ruhig, du. Boah, so. Ja, mal ein bisschen rumschnüffeln. Ich gucke mir mal. 3. September. Hey, das ist mein Geburtstag. Toll, Ding. Born haben. Habe heute wieder ihren Access-Key-Stift auf dem Parkplatz gefunden. Sie müssen den wirklich in der Hosentasche aufbewahren, nicht außen an der Kleidung tragen. Kümmern Sie sich besser um Ihre Sachen, Warren. Stellen Sie sich vor, die Sicherheitsleute hätten ihn gefunden. Dann hätten die mindestens einen Tag gebraucht, um alle Zugangscode nur zu programmieren. Toll, legen Sie ihn auf meinen Schreibtisch. Kümmern Sie sich weniger um meine Sachen und mehr darum, den Animus ans Laufen zu bringen. Danke. Ach, was für ein netter Kerl. Allgemeine Erinnerung. Alle Angestellten von Abstergo Industries dürfen nicht über die Filmpolitik, Geschäfte und Projekte sprechen. Im Zusammenhang mit den laufenden Gerichtsverfahren möchten wir Sie alle an § 2.15 Ihrer Arbeitsverträge erinnern. Sie erkennen an und stimmen damit überein, dass Abstergo durch die Investition von Zeit, Arbeit und Geldmitteln vertrauliche Informationen entwickelt hat und dass diese vertraulichen Informationen Abstergo mit einem erheblichen Wettbewerbsvorteil ausstatten. Sie erkennen an und stimmen damit überein, dass eine Verletzung dieser Vereinbarung ihrerseits Abstergo irreparablen Schaden zufügen würde, dessen Ausmaß nur schwer zu entziffern wäre. Ein monetärer Ersatz dieses Schadens wäre aber ohnehin nicht ausreichend.
Dementsprechend erklären sie sich einverstanden, dass Abstergo für den Fall einer Vertragsverletzung ihrerseits das Recht erhält, einen Straf- oder Unterlassungsbefehl sowie eine Rechtsmittel, die ein Gericht für angemessen erachtet, zu erwirken. Zusätzlich zu anderen Maßnahmen zur Bestrafung und Wiedergutmachung, die gegebenenfalls Anwendung finden. Sollten Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie bitte den zuständigen Personalchef. Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Loyalität. So. Sie sagten eben etwas von Enten wie Leia. Was meinen Sie damit? Nicht zurück an die Arbeit bitte, es gibt eine Deadline. PS, warum unterzeichnen Sie Ihr E-Mails? Oben steht doch, von wem sie ist. Stimmt. Naja. Genug hier rumgeschnüffelt. Mal sehen, kann ich da auch rumschnüffeln? Naja, scheint nicht. Schade eigentlich. Ah, okay, gehen wir wieder ins Bettchen. So, komm schon. Und ab ins Bettchen. So. Wieder solche Psychozeichen, die wir da irgendwie im Traum sehen. Wow. Gehen wir, Mr. Miles. Die Zeit drängt. So. Jetzt beende ich auch schon wieder die Aufnahme. Wo ist Lucy? Keine Noch Sorge, nicht. Sie wird bald bei uns sein. Also warum tun Sie das, Doc? Was hoffen Sie damit zu erreichen? Haben Sie in letzter Zeit ferngesehen oder eine Zeitung gelesen? Sowas hat mich nie interessiert. Dann gebe ich Ihnen die Eckpunkte. Die Welt ist ein Dreckloch. Erbärmlich, wirklich. Sie haben es doch selbst gesehen. 1000 Jahre liegen zwischen Ihnen und Ihrem Vorfahr. Aber die Gesellschaft ist noch genauso barbarisch. Genauso dumm. Worauf wollen Sie hinaus? Ordnung, Mr. Miles. Die Welt braucht Ordnung. Das ist es, worauf wir hinarbeiten. Und das ist es, wobei Sie uns helfen. Ich soll glauben, dass Sie eine bessere Zukunft aufbauen wollen? Das ist genau, was wir tun. Die menschliche Rasse schreit nach Führung. Sie wollen wissen, warum Sie hier sind, was von Ihnen erwartet wird. Nun, wir werden es Ihnen sagen. Und wenn Sie erst wissen, wie Sie Ihr Leben zu führen haben, wird alles besser. Besser wie? Das Ende aller Konflikte, großer und kleiner. Habt ihr Assassinen nicht dafür gekämpft? Frieden in allen Dingen? Ich sagte doch, ich bin kein Assassine. Ach ja, richtig. Ich sehe immer noch nicht, wie ich da hineinpasse. Bald, Mr. Miles. Bald werden Sie es verstehen. Oder auch nicht. Es ist mir egal. Solange Sie uns zeigen, wo es ist. Wo was ist? Sorry, ich bin spät dran. Sind wir soweit? Ja, sind wir. Na ja, gut. Dann mache ich jetzt Schluss mit der Aufnahme. Ich hoffe, ihr schreibt das nächste Mal wieder ein. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Halt's Maul. Ciao, ciao.